En passant ist ein Begriff, den du bestimmt schon gehört hast, aber du weißt nicht genau, was er bedeutet? Kein Problem, ich zeig's dir. Hallo Schachfreunde, hier ist der Sascha für euch und wir wollen uns heute mal die En passant-Regel anschauen. Die En passant-Regel ist eine Regel, die nicht jedem Spieler, der nicht im Verein unterrichtet wurde, bekannt ist. Viele Hobby- und Freizeitspieler kennen die Regel gar nicht und wissen nicht, dass sie existiert und lernen sie eigentlich erst kennen, wenn sie erstmals richtig spielen bzw. halt in den Verein kommen oder ähnlicher Natur. Also nicht jedes Buch zum Beispiel, was Schach beibringt, erklärt diese Regel tatsächlich. Und wer sie vielleicht selber beigebracht hat oder so nur so von Freunden gelernt hat, da kann es natürlich sein, dass die Freunde das auch nicht wussten. Und ja, das ist relativ weit verbreitet. Also ich selber habe Schach ja von meiner Mutter gelernt. Und da war es auch so, die kannte zwar grundsätzlich, wie die einzelnen Figuren ziehen und das war auch alles richtig, aber sie kannte die En passant-Regel und genauso zum Beispiel die Rochade nicht. Ja, schauen wir uns das jetzt in einem Beispiel an. Sagen wir, Weiß spielt D2, D4, Schwarz spielt C7, C5, Weiß spielt D4, D5 und nun spielt Schwarz E5, E7. Und das ist jetzt der Moment, wo die En passant-Regel zur Anwendung kommt. En passant kommt aus dem Französischen und bedeutet einfach nur im Vorbeigehen. Und das ist jetzt gerade passiert. Dieser schwarze Bauer ist von seinem Grundfeld zwei Felder vorgegangen. Und jetzt kann der weiße Bauer diesen schwarzen Bauern ausnahmsweise en passant, also im Vorbeigehen, schlagen. Das geht allerdings nur jetzt sofort. Und das läuft wie folgt ab. Der Bauer zieht auf das Feld, wo er normalerweise auch hinschlägt und darf diesen Bauern auf E5 einfach entfernen. Quasi als hätte der Bauer nicht nach E5 gezogen, sondern als würde der Bauer nach E6 ziehen. So sieht das hier dann aus. Das mag auf den ersten Blick für Spieler, die das noch nie gesehen haben, etwas merkwürdig aussehen, aber das ist genauso die Regel. Wie gesagt, das gilt nur, wenn der Bauer von seinem Ausgangsfeld zwei Felder vorgezogen ist. Und quasi, wenn er nur ein Feld vorgezogen wäre, könnte man ihn ja schlagen und das ist hier dann auch ausnahmsweise erlaubt. Hier ist aber ganz wichtig, das geht nur jetzt in diesem Zug. Also Weiß kann nur jetzt sofort dort schlagen. Weiß kann nicht irgendeinen anderen Zug ausführen, sagen wir jetzt mal Springer C3 und nach dem nächsten Zug das dann machen. Das geht nicht, sondern es geht nur jetzt in diesem unmittelbaren Moment hier nach E7, E5. Und das war es schon, das, was man dazu eigentlich wissen muss. Hat dir das Video gefallen und du hast vielleicht noch etwas gelernt? Wunderbar, dann kannst du jetzt auf der linken Seite den Kanal abonnieren und vielleicht auch es deinen Freunden erzählen. Und auf der rechten Seite ist dein persönlicher Vorschlag für das nächste Video hier vom Kanal.